Und jetzt ja. Tja. Na, jetzt haben wir noch Lichtmiss gegeben. Maria Lichtmiss, freust du dich auch, oder? Herrgott, nein. Ich bin so froh, dass die ganze Gaudi mit den Weihnachten und dass dies vorbei ist. Gestern also. Weißt, ich habe nichts gegen Weihnachten, die sollen die. Ja, geh herauf, aber ich selber, ich brauche es nicht. Ich habe eh schon keinen Baum. Ja, einen Baum brauche ich nicht, weil das Breseln danach und noch. Ich brauche es nicht. Ja, Glühwein sauf ich nicht. Schon der ganze Abfind oder so in selber saufen. Okay. Ich habe jetzt nichts gegen Weihnachten, nicht, dass du mich falsch verstehst, aber ich, für mich, was ist denn für mich Weihnachten? Hey. Weihnachten, das Einzige, wo ich sage, ja, einmal ein Weihnachtsbock. Hey. Was? Noch ein paar Flaschen macht es bei mir auch klingelingeling, Fräulein. Was? Ja, auch Jingle Bells, nein? Da steht das Christkind vor der Tür. Aber weißt du, das süße Zeug friss ich nicht. Ich friss doch keine Kekse und den ganzen Lebkuchen. Ich friss nicht, ich mag es nicht. Weißt du, das süße Zeug? Hey. Weil ich mich frage, zwingst, was soll ich mir eine Diabetes anfressen? Wo ist mir hersaufen kann. Verstehst du? Was? Nein, ich bin ja. Weißt du? Weißt du, hier jetzt, schau auf die Uhr, jetzt haben wir noch Lichtmiss. Hey. Und dann sage ich, Lichtmiss, noch geht's bergauf und dann ist sowieso bloß noch Hupfer, Starkbier. Hey. Merzen, dann haben wir in Sicherheit, sage ich. Hey. Da kann nicht mehr viel passieren. Hey. Und dann ist auch noch Hupfer, Maibock. Nein, ich bin ein, weißt du, jeder ist anders. Ich bin ein Naturmensch. Ich kann nicht in der Stube drin hocken, ich muss aussehen. Ich muss in die Natur, ich muss am Biergarten, ich muss. Verstehst du was? Ja! Hey, freilich gehe ich im Biergarten, bloß das eine, ich sage halt eben zu den Leuten, nicht zu gach, ich gehe im Biergarten, aber nochmal halt. Hey, nicht übertreiben, noch das Hudeln da, das hat ja keinen Tag nicht. Hey, ich gehe im Biergarten, aber wie gesagt, normal, ich schaffe mir halt zum André, ne? Dann schaffe ich mal ein Weißbier, zwei, hey, höchstens acht. Hey, weil nein, weil du, ich würde danach noch eine normale halbe auch noch trinken. Nein? Hey. Und erst spät am Abend noch, verstehst du, wenn Start ist, nein? Hey, wo Ruhe ist, geh im Biergarten drin, das sagst du, der Mike Hefer schlaft. Hey. Dann lege ich mir einen Bock auf. Hey. Nein? Du, bald die Temperatur stimmt. Die Temperatur muss stimmen. Hey. Wenn die Temperatur geht da runter, geh, wie ein Sirup. Hey. Ich sage, wie beim Bock, da weiß ich, was ich habe. Hey, da habe ich meine 8%. Hey, die kriege ich bei keiner Sparkasse. Hey, das ist doch wahr. Aber ich sage halt zu den Leuten, geh im Biergarten, hey, das Einzige, wo ich euch sage, hey, tu nicht hudeln und vor allem, hey, zum Trinken keinen Storkrug nicht mehr. Hey, nimm einen Glaskrug, dann siehst du, was drinnen ist. Nicht, dass der geht, wie es mir gegangen ist. Ich bin im Biergarten drin, okay? Musik spielt, schön gespielt, Konzertant, schön gespielt, muss ich sagen. Okay? Schöne Sachen wie ein Brose der Gemütlichkeit und solche Sachen. Okay? Ich ziehe go, okay? Ich trinke quasi. Okay? Und auf einmal habe ich so einen Geschlader im Hals, so einen Schleim. Okay? Ein Gleiche, sagt man. Oder was sagst du? Ein Auswurf, ja. Nein. Hey. Nein. Ja, ein Lungenhering halt. Nein, es ist. Ich hab mir nicht gesehen. Nein. Jetzt ist mir der mir unbekannte Auswurf, hey, von einem anonymen Vorgänger, okay? Der ist jetzt mir Millimeter für Millimeter. Hey. Mein eigener Hals abgegrabt. Hey. Hey. Und das zieht sich, bis der Hund ankommt. Hey. Das ist unappetitlich. Hey. Ja, freilich, ich habe einen Schnaps gesucht, aber das hat ja nichts geholfen. Nein, gar nichts. Nicht bloß einen Schnaps, ich habe Ding. Nein, aber das hat gar nichts geholfen. Im Gegenteil, ich kriege eine Mumpfeile. Hey. Grausig, die muss man nicht verzeihen.
muss man niemandem verzeihen. Ein Mumpfall muss man niemandem verzeihen. Das ist ja, du, das ist der Sparrider. Weil ich habe aus dem Mund rausgestunken, wie aus dem Abort. Gell? Ich habe mir noch, ja, Freunde, ich habe mir noch gedacht, was wollen die fliegen alle bei mir. Jetzt, ja, Freunde, jetzt habe ich schon gewusst, ich muss zum Doktor. Hey, musst du einen Arzt gehen, jetzt bin ich Vieri. So ein Ding sagst du zum alten Rostascher, ne? Der praktiziert davon, der Rostascher, ne? Bin ich Vieri. Jetzt war der gar nicht da. Ne? Nein, der war nicht da, der war in Urlaub. Hey, der war in der Kärntnischen Republik. Jetzt fragst du, was will der alte auf seine alten Tage, ne? In der Kärntnischen Republik. Hey, aber er hat ein Ding gehabt, einen Assistenzarzt hat er gehabt, ein junger Kerl. Hey, der hat gerade ausgelernt gehabt, einen aus der ehemaligen DDR. Hey. Was? Ein Ossi, ja. Der Assi war ein Ossi, kann man sagen. Nicht? Jetzt habe ich dem mein Wettamt erzählt. Jetzt habe ich gesagt, Doktor, wie ist das? Dann sage ich, Doktor, hör zu. Nicht? Und habe ihm das genauso erzählt, wie es war. Sag ich, ich bin im Biergarten drinnen, okay? Ziehe an, okay? Aus einem Stuhl krieg, okay? Und auf einmal habe ich einen Auswurf da drin. Okay? Ich habe ihm gesagt, Farbe kann ich Ihnen nicht schildern, weil ich ihn gar nicht gesehen habe. Ich kann bloß vermuten, dass er Krähe war oder irgendwie. Er sagt ja, was der sagt? Nein, nein, pass auf, was der sagt, frech, sagt er, das kenne ich schon. Der Auswurf ist die, was sagt er, der Auswurf ist die Austerr des kleinen Mannes. Okay. Ach, so ein Arschloch sind wir nicht besser. Na, da hört's auf. Okay? Mit 16 Leuten brauche ich keine Wiedervereinigung, sage ich dir ganz ehrlich. Naja, also da habe ich einen anderen Humor. Okay? Nein, also, es ist ja wurscht. Ich will dir bloß sagen, geh in den Biergarten und sauf dein Bier. Okay? Aber nimmst dann Glas, kriegst du keinen Stuhl krieg nieder. Bloß im Glas krieg, dann siehst du, was drin ist. Dann hast du eine Transparenz. Okay? Und bald du siehst, dass oben im Schaum ein Lungenhering umeinander schwimmt, dann kannst du nur rechtzeitig am Wasser fischen. Hey? Also, hat mich gefreut, hey, darf man sich einmal nett miteinander unterhalten haben. Hey? Und nicht bloß über die Scheißpolitik, ja.